Also, so kennt ihr mein iPhone doch alle auch noch, oder? Aber. Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ich glaube, ich muss mal wieder zum Friesenritzler. Meine Haare sollen aber gar nicht das heutige Thema sein. Heute geht es nämlich um mein schönes und geliebtes iPhone 7. Ja, viele von euch haben wahrscheinlich schon mitbekommen, dass mein iPhone kaputt ist und ich habe ein kleines Problem. Es geht gar nicht mehr. Also es geht irgendwie doch schon noch, aber es geht einfach gar nicht mehr. Und was ich genau damit meine, werdet ihr auf jeden Fall gleich sehen. Ich bin auf jeden Fall ein bisschen traurig, ja, dass mein iPhone sich einfach von mir verabschiedet hat. Danke auf jeden Fall dafür. Grüße gehen auf jeden Fall an der Stelle nochmal raus an Apple. Hallo. Ja, ich hatte das iPhone ein Jahr und es ist kaputt. Aber ich überlege gerade, eigentlich ist es ja schon heftig, dass das iPhone überhaupt ein Jahr überlebt hat. Nö. Also so kennt ihr mein iPhone doch alle auch noch, oder? Aber was ist das? Ja, mir schreiben ganz viele Leute. Das Witzige ist, ich kann sogar noch Siri benutzen. Hallo Siri? 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 Hallo? Siri? Siri? Bra, Siri. Naja, klappt irgendwie doch nicht. Aber, jetzt klappt das auch nicht. Nerv nicht! Ich kann hier an der Seite einfach noch rumswipen und die Nachrichten so ein bisschen lesen. Deswegen, ich weiß immer, wer mir geschrieben hat, aber ich kann die Nachricht nicht lesen und antworten kann ich natürlich auch nicht. Nice. Ihr seht hier max.echt so, aber ich kann nicht sehen, was mir geschrieben worden ist. Das heißt, wenn ihr mir geschrieben habt, dann wisst ihr, warum ich nicht antworte. Aber es ist einfach mega komisch, dass Siri nicht antwortet, weil Siri ging immer. Nein, doch. Oh. Bis auf jetzt, wo ich das Video aufnehme. Hä? Hä? Hallo Siri? 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 Hallo? Hallo, suchst du mich? Oh mein Gott, hallo Siri, wie geht es dir? Siri? Siri, hallo. Siri? Siri? Ah, wow, ich habe einen Stromschlag bekommen. Siri? Siri? Okay, Siri will doch nicht mehr. Keine Ahnung. Ja, so sieht mein Handy aus. Es ist einfach komplett kaputt. Ich glaube, das kann ich mal irgendwie von einem Hochhaus oder so werfen. Wenn ihr Bock habt, dass ich mein iPhone einfach mal von einem Hochhaus werfe oder so, ja, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Das iPhone ist komplett kaputt. Ich glaube, da kann man nicht mehr viel retten. Auch mit dem neuen Display wird das nichts mehr, weil es ja schon komplett am Arsch ist. Ja, ist schade, aber vielleicht kann ich was Cooles machen. Vielleicht werfe ich das einfach mal ein Hochhaus runter. Ja, und danach gehe ich auf jeden Fall zum Friseur. Würde ich sagen. Nee, aber ernsthaft, Leute, wenn ihr sehen wollt, wie ich das iPhone von einem Hochhaus oder von irgendeinem Parkhaus oder von irgendeinem hohen Gebäude werfe, dann schreibt es auf jeden Fall mal runter in die Kommentare und dann mache ich das vielleicht, wenn ihr dafür seid. Ja, und lasst gerne auch mal einen Daumen nach oben da und Leute, ganz wichtig, abonniert unbedingt den Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Ey, es ist so krank. Warum geht mein iPhone nicht? Ich bin voll mad, weil ich brauche ein Handy. Ich habe jetzt schon einen Tag lang kein Handy. Ich meine, ich finde es jetzt nicht so schlimm, aber ich brauche es einfach, weil ich bestimmten Leuten antworten muss. Aber es geht nicht, weil ich kein Handy habe und die wissen auch nicht Bescheid. Aber ich hoffe, nach dem Video wissen auf jeden Fall ein paar Leute, dass ich kein Handy habe. Hoffentlich. Aber lieber ist mein iPhone kaputt als mein MacBook, weil wenn ich kein MacBook hätte, dann könnte ich keine Videos mehr schneiden. Und ein MacBook ist auch viel, viel teurer. Da bin ich auf jeden Fall froh drüber, dass das noch eine ist. Ich stehe hier auf jeden Fall gerade immer im Schlafzimmer und wenn ich Glück habe, habe ich gleich ein Handy. Ich würde sagen, ich springe einfach mal in die Luft und entweder habe ich ein Handy in der Hand oder nicht. Wenn ich eins habe, dann habe ich eins. Das wäre richtig geil, weil dann könnte ich wenigstens so den Leuten antworten, die mir geschrieben haben, weil da sind ein paar wichtige Chats bei. Ja, und wenn nicht, dann habe ich halt einfach Pech gehabt. Oder? Ich würde sagen, ich springe mal hoch. Nein, ich habe kein Handy in der Hand. Vielleicht muss ich nochmal hochspringen. Wow! Da habe ich ein Handy in der Hand. Wo kommt denn das her? Ja, Leute, ich habe ein Handy. Chillig, da kann ich mir auf jeden Fall gleich erstmal WhatsApp und so drauf installieren. Aber das Problem ist, hier ist ein Code im Handy. Und ich habe nicht nach dem Code gefragt. Und wie soll ich den Code jetzt rausbekommen ohne Handy? Hey, wie viel Pech kann man eigentlich haben, Leute? Ich glaube, so viel Karma oder so viel Pech, wie ich momentan habe, kann man eigentlich gar nicht haben. Ich glaube, in nächster Zeit werde ich auf jeden Fall eine Menge Glück haben. Hoffentlich in den Sommerferien. Wäre auf jeden Fall nice. Naja, irgendwie werde ich da schon an den Code drankommen und im Notfall resette ich das Handy einfach. Das würde ja auch gehen. Mir ist auch gerade aufgefallen, mit dem Handy kann ich gar nicht mehr die Kamera da steuern, weil ich glaube, das geht nur mit einem iOS-Gerät und das hier ist Android. Naja, egal, aber irgendwie bewegt sich die trotzdem noch, wenn man so weggeht. Oder auch nicht? Aber das bringt mir ja nichts, wenn die sich bewegt. Hallo? Hier bin ich.
Wie witzig ist die Kamera. Ihr seht, mein iPhone ist für ein paar Minuten gesperrt. Das kann man so ein bisschen erkennen. Ja, nice. Ja, Leute, dann tauche ich einfach mal aus der digitalen Welt ab. Ah, nee, das macht gar keinen Sinn. Ich würde sagen, dann tauche ich mal aus der Handywelt ab und gucke Fernsehen. Weil eigentlich gucke ich kein Fernsehen, weil YouTube deutlich besser ist. Aber heute gucke ich einfach mal WM. Ja, Leute, und damit würde ich auch sagen, was ist mit dem heutigen Video? Ihr wisst Bescheid, mein Handy ist kaputt. Und alle, die mir geschrieben haben, wissen auch Bescheid. Ja, hier und hier gibt es noch zwei weitere Videos. Schaut die auch gerne an. Und hier in der Mitte könnt ihr meinen Kanal kostenlos abonnieren. Macht das auf jeden Fall und aktiviert auch gerne mal die Glocke. Und dann würde ich sagen, Leute, vielen, 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 vielen Dank fürs Zuschauen. Folgt mir auf jeden Fall auf Instagram, denn wenn ich da wieder Instagram habe, möchte ich da die 100.000 Follower sehen, ne? Nee, Spaß. Folgt mir da gerne mal, da ist ich zu Tranix. Bis zum nächsten Mal rein und ciao.